herzlich willkommen zu Paunetech. Heute habe ich dir ein leckeres, gesundes, pflanzliches und total leicht nachzumachendes Rezept mitgebracht. Bevor ich dir zeige, wie dieses Rezept geht, möchte ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, denn dann bekommst du immer Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Außerdem findest du hier unten in der Videobeschreibung den Link zu meinen 90 völlig kostenlosen Rezepten. Hier kannst du entscheiden, ob du lieber die Low Carb oder die veganen Rezepte haben möchtest. Und egal, für welche Variante du dich entscheidest, alle schmecken lecker, alle sind leicht zu kochen und alle helfen dir, deine persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen. Für dieses Rezept brauchst du einmal Chiasamen, ungefähr so 3 bis 4 Esslöffel, dann pflanzliche Milch, ich habe hier Mandelmilch, eine Handvoll Nüsse, bei mir ist es hier so eine Nussmischung, eine Banane und ein paar frische, reife Erdbeeren. Hier habe ich jetzt 3 bis 4 Esslöffel Chiasamen drin und das Ganze übergieße ich jetzt mit der Mandelmilch. Einfach so, dass die Chiasamen bedeckt sind und dann kannst du auch einen Löffel nehmen und das Ganze nochmal ein bisschen umrühren, sodass die Chiasamen da auch wirklich untergehen. Und dann musst du das ein bisschen ziehen lassen, denn die werden so ihre ungefähr dreifache Größe annehmen, wenn die sich vollsaugen und auch so ein bisschen eine klitschige Masse kriegen. Nennt sich dann am Ende Chia-Pudding. Also das braucht so, naja, so 5 bis 10 Minuten musst du die stehen lassen und in der Zwischenzeit kannst du schon mal das Obst waschen und schneiden. So, diese Chiasamen haben jetzt hier ein bisschen gezogen. Wichtig ist, dass du das nochmal so ein bisschen zerdrückst und verteilst, weil die dann doch relativ schnell zusammenklumpen, damit es einfach eine gleichmäßige Masse wird. Zum Schluss einfach den Chia-Pudding mit deinem Obst und den Nüssen verzieren und genießen. Dieses Rezept eignet sich super für ein Frühstück, für einen Snack oder ich benutze es auch sehr gerne als leckeren und gesunden Nachtisch. Ich hoffe, du probierst dieses einfache Rezept mal aus. Lass es mich wissen, ob es dir geschmeckt hat, hier unter dem Video in den Kommentaren. Ich freue mich über ein Gefällt mir und wir sehen uns schon ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.